Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Minecraft Beyond. Und zuallererst wünsche ich euch natürlich recht herzlich alles Gute und frohe Weihnachten und habt Spaß. Ich hoffe, ihr seid reich beschenkt worden und ja, euch geht es einfach gesundheitlich gut und damit ist eigentlich alles geregelt, weil Geschenke sind ersetzbar, Gesundheit nicht. So, wir haben letztes Mal hier angefangen mit Applied Energistic 2 für ein ME und ich habe inzwischen auch rausgefunden, wie ich diese Crystals viel schneller kriege, die mit, und zwar mit der Crystal Growth Chamber. Ja, die sieht so aus. Receive is not too much. Ja, ist okay, ich weiß, das ist ein Block. Warum geht denn das jetzt nicht? Und dies habe ich wirklich nicht dabei. Okay. Okay. Dann holen wir die mal schnell. So. Wir brauchen noch ein Kabel. Habe ich auch nicht dabei. Kabel, Kiste, Hopper. Glaube ich. Jawohl. So. Und dann haben wir diesen Crystal Growth Chamber. Den platze ich jetzt mal dahin. Und dann müssen wir eben noch die Verbindung zwischen Ender.io und Applied Energistics herstellen. Und dazu brauchen wir vermutlich diesen Energy Acceptor. Den können wir uns auch craften. Habe ich zumindest gedacht. Nein. Nein. Doch, können wir. So, wir brauchen noch ein bisschen davon. Da werden wir später sehr viel davon brauchen. Und was haben wir hier? Eisen fehlt. So, ich hoffe mal wirklich, dass das das Bindeglied ist. Und ihr habt es gesehen, er hat sich bewegt. Er hat sich farblich bewegt gehabt. Okay, dann müssen wir jetzt noch mal ein paar Crystals machen. Sand und dieses Zeug. Haben wir 16. Habe ich eigentlich nur irgendwo Sand? Oh ja. So, also das da rein und das so. Und dann haben wir die Certus Quartz Seeds und die hauen wir da rein. Und wie ihr seht, es funktioniert. Nicht so schnell wie bei Mavia, wo ich das rausgefunden habe. Aber trotzdem, ja. Sogar relativ schnell. So. Und wenn wir die haben, können wir uns die letzte Press, glaube ich, machen. Nee. Nee, die Press habe ich schon. Genau. Ja, eigentlich haben wir schon alles. Was brauche ich denn noch? Ich wollte noch irgendwas machen. Accelerator habe ich mir zwei Stück gemacht für den Inscriber hier. So, fertig. 32 Stück, so schnell geht das. Jetzt haben wir hier mal den Redstone wieder raus. So, und ich brauche die Calculation, glaube ich. Wenn es falsch ist, wird es gar nicht funktionieren. So, dann machen wir dafür noch ein paar. So, das haben wir jetzt. ME haben wir. Dann können wir jetzt mal gucken wegen dem Crafting Terminal. Brauchen wir nämlich dieses Setup. Logic haben wir. Certus Quartz haben wir auch. Logic habe ich schon einige gemacht und das brauchen wir. Kann ich das auch hier drin machen? Nein. Machen wir es einfach so. Das ist falsch. Okay. Und gucken wir nochmal. Formation Core. Ah, das brauchen wir. So, zwei Stück davon.
Kommen ja immer zwei raus. Und dann das gleiche nochmal, aber mit Netherquarz. Auch zwei Stück, sehr schön. Und das hier müssen wir noch machen. Glowstone. So, drei Stück davon, das reicht. Davon brauchen wir auch noch mal einen. Amai, amai. So, nein. So. Inventory is too full. Na, shit, der aber auch. Wenn ich jetzt aber Zeug weghau, was ich brauche, dann war das dumm. So, nein, 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 nein. So weit zurückgegangen. Tadam. So, ME. Terminal. Achso, nee, das ist ja noch gar nicht fertig. Wir brauchen ja ein Crafting Terminal. Irgendwo hatte ich noch mal einen. Genau. Und Calculation brauchen wir noch einen. Haben wir noch einen. Das ist gerade gut gegangen. So, jetzt haben wir das Crafting Terminal. Das war fertig. Wir sind auch schon fertig. Das ist schön. Jetzt haben wir hier, Moment, hier wieder das Redstone rein. Muss ich nämlich immer nur zwei Dinge reinmachen. Per Hand. Wir machen jetzt gerade mal 8 Stück. Ja. Manchmal hängt es ein bisschen, dann bin ich zu langsam. So. Es geht schon relativ flott. Fertig. Ja. Sieht gut aus. Das kommt wieder dahin. Gut, wir haben das, wir haben das, wir haben Kabel. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den Controller brauchen. Wahrscheinlich schon. Aber den können wir uns gar nicht machen, weil wir den Skystone nicht haben. Wobei. Break Block. Ja, und wo kommt der her? Ach, hier können wir ja gucken. Nein, nein. Hallo, wo kommst du her, Skystone? Ja, keine Ahnung. Also, das weiß ich nicht. So, jetzt hatte das mich überlegen. Wir könnten jetzt noch anfangen mit diesem, mit dieser Geschichte hier. Allerdings nicht mit den Crystals, weil die sind mir zu wertvoll. Die haue ich mal weg hier. Zack. Redstone. Ach, ist wieder nix da. Nix. Und? Was wollte ich denn noch? Was brauche ich denn noch? Ah, Zertusquarz. Sechs Stück. Wir brauchen drei für das hier. Das heißt, drei dafür. Ich mag es nämlich, wenn die gleich ganz fett sind. 64k Storage Cells, die boomen. Also drei dafür. Neun dafür. 27 brauchen wir. 27. Ist ja übel. So viel Gold habe ich gar nicht. 16, 2 weg. Welche brauchen wir da? Logic. Passt.
Gut, 27, hei, hei, hei. Dann brauchen wir auch noch ein paar Silikondinger. Dann Silikon. So, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das alles erledigt habe. So, und jetzt sind wir schon wieder zurück. Ich habe inzwischen 27 1 KME Storage Components gemacht. Das reicht, um uns die 4K zu machen. Einige davon. Jetzt fehlen uns noch die Calculation Prozessoren. Und die brauchen wir nachher auch. So. 9 Stück davon. Zack, fertig. Dann brauchen wir diese hier. Da brauchen wir die Engineer. Da kriegen wir 2 Stück hin, weil Glowstone fehlt uns. Den habe ich vorsichtshalber hier schon reingehauen. Ich mache übrigens hier gerade noch massenhaft Printed Silicon. So. Also, wo waren wir? Bei den 16K waren wir. So, haben wir 3 Stück. Also war die 27, die ich ausgerechnet habe, richtig. Und hier haben wir ein 64 KME Storage Component. Das ist schon sehr fett. So, jetzt können wir dieses Housing machen. Und in das Housing haben wir dann 64K Storage rein und wir haben ein 64K Storage. Das ist doch schon mal sehr nett. Ja, den können wir jetzt da reinhauen. Ist natürlich nicht ans ME angeschlossen. Kommt noch. Sieht aber schon mal nice aus. Und so, ich probiere mal hier ein bisschen wieder Platz zu machen. Außerdem wollte ich drüben noch etwas einbauen. Achso, hier steht noch der. Wo habe ich denn den ganzen Marble hin? Achso, da habe ich draußen ein Fass gehabt, glaube ich. So. Ich muss das ja hier irgendwie auch schön verpacken. Und deshalb habe ich mir gedacht, wir machen das hier. Nee, nicht so. Wir lassen eins Platz. So. Ups, falscher. Der falsche. So. Und dann gehen wir nach oben. Wir haben kein. Doch, haben wir. Das wollte ich gerade schon sagen. Und zwar erstmal ein Block noch. Auf diese Höhe. Sollten wir später wirklich ein automatisches ME bauen, kommt hier eine Glasdecke dazwischen und alles, was so funkelt, kommt über die Glasdecke hier oben rein. Und wie ich da oben sehe, kann der hier mal noch weg. Wie gesagt, ich habe das von Hand gebaut, ohne Vorlage. Oh, deshalb bin ich mir auch gar nicht sicher, ob alles wirklich so symmetrisch ist. Da sehe ich zum Beispiel in dieser Ecke, da muss ein Fehler sein. Ist aber jetzt im Moment nicht so wild. Also wie gesagt, hier kommt das ME rein. Ich nehme mal von dieser Türe aus. Licht mal ein bisschen nach oben. So. Und dann kommt der nämlich da dran. Dann können wir da theoretisch schon rein. Und hier werden wir wahrscheinlich. Ich bin mir nicht absolut sicher. Aber wahrscheinlich werden wir einen Dings da brauchen.
einen. Habe ich jetzt in die falsche Richtung gebaut? Ich habe alles falsch gemacht. Ich wollte den hier hin haben. Ups. Machen wir nicht so viel kaputt hier, bitte. Ist gut, wir brauchen einen Eingang. In die Richtung wollte ich dann gehen. In der Richtung liegt nämlich die Fabrik. So, jetzt nochmal. Hier so. Oder wir machen es so. Dann brauchen wir da vorne nicht extra eine Fassade. So. So. Dann kommt hier der Controller hin. Und vom Controller geht, kommt nebendran der Energy Acceptor. Und dann geht es hier in diese Richtung zur Fabrik. Muss ja das jetzt kaputt gehen? Ist ein bisschen unpassend. Habe ich den an? Ja, habe ich an. So, das will ich jetzt kurz noch installieren. Ich hoffe nämlich, dass es so stimmt, wie ich mir das denke. So, die dicken Kabel. Und dann hätte ich gern ein paar Fassaden. Zwar in Sandoptik. Viel braucht man davon, glaube ich, nicht. Warte mal, gibt es nicht einen Energy Receiver? Crystal. Wireless Charger. Wisst ihr, was ich meine? Dass man irgendwo RF Battery. Dass man einfach irgendwo einen Wireless Receiver hinstellt und dann zack hat man da auch Strom. Ich muss mal, glaube ich, kurz meine Schaufel reparieren. Ich habe doch gewusst, ich habe das Bronze hier raus. So. So, Schaufel, komm her. Wir hauen das hier einfach mal so hin, dass das passt. Oh, hier ist eine Höhle. Okay. So, Kabel haben wir natürlich im Moment auch wieder nicht genügend. Ist ja logisch. Aber wir haben diesen Acceptor hier. Den machen wir mal dahin einfach. Und hier machen wir Folgendes. Wir leuchten hier mal aus.
Und lassen den Servicegang so. So. Habe ich das jetzt ganz runter? Nee. Da haben wir noch ein bisschen Platz. Da können wir jetzt noch ein paar ME-Kabel machen. Das mache ich bis zum nächsten Mal. Aber ich würde gerne... Ja, was machen wir denn jetzt noch? Wir nehmen mal das hier mit. Und das hier mit. Oh. Und jetzt haben wir schon wieder keinen Platz mehr im Inventar. Das gibt es einfach nicht. So, ich möchte nämlich hier noch ein paar mehr machen von den Printed Silicon. Bäume müssen wir auch noch ein paar pflanzen. So, hier kommt nämlich dann das hin. Mit dieser Cell. Da lassen wir noch offen. Da kommt der Controller hin. Und dann müssen wir hier eigentlich noch ein Kabel setzen. Ja, wir könnten das auch anders machen. Da sparen wir ein Kabel. Hier haben wir zwei Kabel. Drei Kabel weggemacht. So. Und hier kommt noch eins hin und hier kommt der Controller hin. Und dann passt die Sache. Ja. So wird es aussehen. Das Terminal können wir noch hinmachen. So. Ist natürlich offline, geht noch alles nicht. Kein Strom da. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schönes Weihnachtsfest noch und bis zum nächsten Mal. Ciao.